Was geht? Und wir machen auch jetzt wieder direkt weiter mit dem vierten Part und schauen uns mal an, wo uns dieses tolle Klippen- und Gebirgspass jetzt hinbringt. Also ich bin sehr gespannt. Ich freue mich und wie immer wisst ihr, abonnieren, liken, gern gesehen und ab rein dafür. Der schöne Ladebildschirm, beziehungsweise das schöne Menü. Und jetzt kommt der Ladebildschirm. Mit den kleinen Moddies. Ja, perfekt. Ach ja, ich weiß echt noch nicht, was uns jetzt so erwarten kann, aber ich will endlich das neue Schwert führen können. Was hat das mit dieser Lampe hier auf sich? Ach, man kann wahrscheinlich dann vielleicht so sehen, wie andere Leute gestorben sind. Und an wem? Auf jeden Fall möglich. Naja. Für uns geht es jetzt erstmal hier hin weiter. Ah, ich hatte ja ein neues Oberteil. Dachte ich. Dann wohl doch nicht. Okay. Och, du kleines Arschloch. Tatsächlich. Das Schwert ist definitiv besser, dementsprechend. Oh, bleiben wir bei der Kombo. Mal gucken. Hier was Schönes gibt. Immer weiter in den Abgrund. Oh, schön, wie mein Zopf so fliegen kann. Da ich das nicht anvisieren kann, bist du wahrscheinlich ein NPC. Ach, Maskenlady. Church, Crusaders, Sentinels, corrupt hypocrites, butchers and madmen, a lot of them. Adir. The one true God stands on the verge of finally returning and restoring order to this broken world. And what do? Defy him. Fucking heretics. Name's Damarose. And I'm wondering if Adir might have a purpose for you. It takes strength to Adir's got no time for the weak. Cut them down and take what they've got.
komische Finger. Sieht eigentlich ganz witzig aus. Ich nehme. Was? Oh. Verkaufen. Und 400, also 204 noch. Ich kann den noch gar nicht nutzen. Inferno 8. Und das komische andere Ding. Nee, überzeugt mich jetzt dann doch nicht. Danke für nichts. Oh, Arena. Aua. Aber ja, Arena. Wumms. Ja, da muss ich mir jetzt erstmal eine Taktik überlegen. So, da irgendwie die Schmetterlinge hier nicht zu dem, obwohl, ne. Lass mal. Ich habe noch keine wirkliche Ahnung, wie ich jetzt gegen die gute Dame stehen soll, im besten Falle. Und ich weiß auch jetzt schon, dass der Weg auf jeden Fall sehr nervig sein wird, immer zu ihr. Falsche Richtung. Und ich sollte die gute alte Dark Souls Manier machen und den Fahrstuhl schon mal hochschicken. Fahren ist schön. Ah, okay, das geht gar nicht. Das ist natürlich Kacke. Doofe Mechanik. Aber muss man ja auch mal ausprobiert haben. Woher sollte man das denn sonst wissen? Uncool. Thank you.
Das war nicht ganz der Plan. Nein. Och, ich hab's doch gehört. Ich glaube tatsächlich, ist gar nicht so schwierig. Ich muss erstmal mit den beiden Hundis klarkommen. Ich hab eine Idee. Probieren wir es aus. Vor müssen wir natürlich jetzt erstmal den gesamten Weg natürlich wieder gehen. Aber man muss auch schon sagen, wirklich sehr viel Liebe zum Detail. Allein wie nervig das sein muss, hier die ganzen Nägel zu platzieren. Klar, die Kette wurde auch nur im Endeffekt drüber gegangen, aber das muss alles einzeln gesetzt werden. Schon wieder falsche Richtung. Warum renne ich immer in die falsche Richtung? Warum lasse ich mich immer treffen? Und warum falle ich hier einfach runter? Wo bin ich hier? Wer bist du? Wer seid ihr alle? Aua. Oh, ein Schlüssel. Aua. Ach, schön, dass du runtergekommen bist. Kann man sich nicht mehr hier in Ruhe umsehen? Ah. Bist du jetzt auch runtergesprungen? Ja, dann nehme ich dich natürlich mit. Beide sogar. Wie komme ich zu euch beiden Dullis rein? Sich da runterdroppen lassen. Ja, dann ab nach Umbra. Oh, hier ist ein Item.
Oh, eine Truhe. Ein neuer Ring. Gegen alle Statuseffekte finde ich natürlich nett. Ich würde gerne zu euch, aber ich weiß noch nicht wie. Keine Tür oder so. Naja, sei es drum, denn erstmal wieder hoch. Das scheint mir nicht der reguläre Weg zu sein. Ach nee. Fahrstuhl und so. Mhm. Alright. Noch mal einmal kurz ausruhen. Und dann geht's auch wieder an den Boss. Ich bin nur jetzt schon sehr gespannt auf die zweite Phase von der Troller. Ich glaube nicht, dass das auch sehr unangenehm werden könnte mit der. Okay, man nimmt Schaden. Ich finde die Schwerter erinnern mich so ein bisschen an die Klangperlen-Ritterschwerter von Dark Souls, Elden Ring. Da sind wir wieder. Das war ja mal ein richtiger Reinfall. Weg aus der Ecke, bitte, danke. Überblick wahren. Zu gierig gewesen. Jetzt sind es mittlerweile drei von den Hunden. Ganz entspannt hier. Ah, scheiße, das waren unnötige Treffer.
Aber es lief doch schon mal ganz gut und scheinbar hat die gute Dame auch keine zweite Phase. Also ich denke, könnte nächster oder übernächster Run werden. 2 Stunden später. Mann, was geht denn? Ist eigentlich irgendwas zu verkaufen? And remember, mind yourself, you're on a trip. Mind yourself, you're on a treasure. Warum bist du denn überhaupt hier? Ist das eigentlich in Dark wie in Dark Souls? Okay, bringt mir aktuell wirklich noch nichts. Also Schaden, den ich damit mache, ist ja. War sie nicht vorhanden? Nee, falsch ist das. Go. Boah, schön reingesprungen. Das war mal der beschissenste Start ever. Alter. Ich bin ein bisschen unaufmerksam. Merke ich selber. Aber. So ein bisschen neu richten. Dann geht das schon. Ich muss einfach nur glauben. Denn der Glaube belohnt mich mit dem Sieg. Was könnte denn noch helfen? Heiliger Schutz. Ah, ich probiere es mal mit dem Feuerzeug direkt. Falsche Richtung. Sein, bitte. Das Ding ist halt, die Runde sind sehr nervig, aber ich habe eigentlich wenig Bock, weil so viel machen die auch nicht. Es ist nicht lohnt, die am Anfang zu machen. Ich finde es sehr interessant, dass es tatsächlich fast so wie bei Pushkin gestern war, als er da den komischen Dolibar Lies of P gelegt hatte mit den 3 Hasenjungs.
So, mal gucken, was das hier eigentlich ist. Weg da. Ein. Ah, scheiße. Das war richtig dumm. Ach Mann, dass ich nicht wechsle. Immer die Leute mit der ewigen Reichweite. Ist auch kacke, dass man da die Sachen immer automatisch reinbekommt. Dumm, dumm, dumm. Ich weiß gar nicht, ob die gute Dame eigentlich eine Blockleiste hat. Können wir mal versuchen, die Seele aus dem Leib zu reißen. Aber ich glaube, die Hunde lassen mich nicht. Ist wirklich ein Schlag weg. Ein Schlag weg. So, krieg ich es jetzt mal hin, in die richtige Richtung zu laufen. Tief durchatmen und sich dem Gegner stellen, ohne Furcht. Ein bisschen schade, dass man in den Dingern drin steht und nicht drauf. Und weg. Nichts gesehen. Scheiße. Unnötiger Treffer. Scheiße. Okay. Sacke, die lassen mich nicht. Meisterin der Hunde.
glaube, ich versuche doch mal jetzt irgendwie ein, zwei Hunde zu killen. Beim 300 ist das echt schon ein wenig nervig. Guten Tag, Meister. Wir werden uns noch ein paar Mal sehen. Jetzt wissen, ob das irgendwas bedeutet mit dem roten Kelch. Als ob der mich getroffen hätte. Der hat mich getroffen, was? Als ob. Ja, ich bin jetzt gerade schon so oft gestorben, also. Ich habe tatsächlich quasi denselben Gegner wie du vor mir. Hat er jetzt eigentlich noch die komischen Flieger? Nee, damit ist er mir jetzt auch an der Stelle egal. Und zwar ein Boss mit drei Hunden. Nur das Problem ist, dass der Boss kein Nahkämpfer ist, sondern ein Fernkämpfer. Dementsprechend ist das schon sehr nervig. Au. Unnötiger Treffer am Anfang. Du sagst es. Und es gibt tatsächlich eine sehr bescheidene Mechanik, und zwar, dass man die Fahrstühle nicht wieder hochschicken kann. Über Dark Souls. Dementsprechend muss ich die immer wieder neu rufen. Die Kurs auf Sicherheitsvorkehrungen im Fahrstuhl. Diese Klappe schließt sich. Das heißt, ich komme da nicht mehr raus. Und wenn man den Hebel drückt, ja, dann geht er nur nach unten. Oder halt da, wo man steht. Das heißt, auch Hebel bringt einem nichts. Also es ist zumindest TÜV-sicher geprüft und sicher, ja. Da ist die gute Lady. Unnötig. So, dann die beiden ersten Wow-Wows. So, einer ist schon mal weg. Boah. Das hat reingehauen. So, nächster Hund weg. Das ist die große Preisfrage. Da ist der dritte. So. Sind wir jetzt noch bei der Lady? Ja, dann bist du machbar. Ah, da kommt wieder einer. Au. Das war kacke, das war richtig kacke. Achtung, Achtung. Heilung. Ja, wenn die beiden da so
Einfach in Anführungsstrichen. Na, die Frage ist, wie viele Käfige sind denn hier unten? Kann man das irgendwie abschätzen? Weil an sich, sie kann auf jeden Fall nicht viel. Das Nervige ist halt auch, dass man die Hunde immer drumrum rennen muss. Ja, das weiß ich halt nicht. Boah, wie gesagt, dann ist es halt die Frage, ob es überhaupt sich lohnt, um die Hunde zu kümmern. Also ich hatte sie auf jeden Fall schon bis zu ihrem Namen. Dabei habe ich mich in dem Falle nicht um die Hunde gekümmert. Was ist das eigentlich für ein Schlags hier auf dem Boden? Ja. Ich weiß, was du meinst. Diesmal kein Treffer für euch. Ach, und du wolltest mir noch mal schreiben, wie das Treffen eigentlich lief. Fällt mir jetzt gerade so ein. Musst du nicht hier reinschreiben. Kurz bestimmt alle super spannend finden würden. Ja gut, das hättest du rein theoretisch auch vor Wochen machen können. Nein! Bombe. Tänzen, tänzen, tänzen. Wollte er mich in seinen Bau reindrücken. Ich will immer nicht zwei Angriffe machen, ich will eigentlich nur einen. Kommen wir die Hunde mal ein kleines Stückchen hier weg. Weg da. Heilung. Ja, ja. Heilung. Ach, als Misthöhle. Das war so ein guter Run. Also bis zum Haar kommen wir schon mal ohne Probleme. In Anführungsstrichen.
Ja, das stimmt. Es sei denn, am Ende kommt ein neuer Lebensbalken dazu. Auch das kann noch passieren, aber erstmal gehe ich nicht davon aus. So wirkt sich zumindest nicht. So. Ja. Ja. Ja, das wäre auch eine Idee, das mal zu probieren. Zieh dich doch in deinen Rauch. Überblick verschaffen. Au. Nein. Ach, das war unnötig. Fuck. Und wie es folgt mir. Fuck. Ja, ja, kommt mein Gefolge. Was der getroffen hat. Chiri. Hat die jetzt auf ihre eigene Lunge geschossen? Tierquälerin. Problematisch wird es auch nur, wenn man sie besiegt hat und trotzdem noch gegen alle Hunde kämpfen muss. Ja, genau, Trainer. Mach mal was. Damit du die gute Dame mal besuchen kannst, ne? Und der mal was erzählst. Finde ich gut. Ja, ist doch in Ordnung. Wir müssen ja auch um 6.30 Uhr hier aufstehen. Lass denn nur das Bad nicht blockieren. Hast du mich erzählt, du hast noch so viel Urlaub? Du
Kiste. Ist das jetzt dein Ernst, oder? Oh Mann, ey. Warum triffst du mich? Ich will hier gerne raus, danke, Leute. So, ich drehe jetzt hier einfach meine Runden und dann wird das schon. Sagt er einfach. So, einmal kurz Abstand wahren. Warum hab ich eigentlich Bluten? Ich würde sie gerne wieder ansehen, danke. Halt um. Dass das mir Schaden macht, das verstehe ich immer noch nicht. Diese Dreckstüren. Kommt doch mal alle zu mir. Danke. Dass der dann aus dem Sprintangriff gleich eine Vierer-Kombo macht, ist ziemlich ungünstig. Wenn man die nicht abbrechen kann. Wusen. Tief durchatmen und wird hier auf jeden Fall heute noch fallen. Und natürlich auch mal wieder mit Blocken versuchen. Vielleicht mache ich das mal, wenn ich dran denke. Ah, gut spielen? Nee. Das ist nicht so meine Art. Deswegen springe ich auch einfach fast direkt in den Tod. Halt, stopp. Die Dame hat ein paar Schäden bestellt. Die kann sie gerne haben. Ja, das hat ja schon mal super funktioniert.
Ratenschubskreis hier. Aber zumindest nicht zu null. Lass ich es drauf ankommen mit den Hunden? Zumindest ist vielleicht mal ein weg. Also so, dass nur noch einer da ist oder so. Am Anfang sind es ja zwei. Und abwärts. Das ist nun die Leiter. Irgendwas ist doch immer. Aber kannst du nicht dann wenigstens einen halben Tag nehmen? Das stimmt. Wie bin ich denn jetzt so schlecht? Mit ihren Arschbomben. Die Hunde finde ich schon ein bisschen scheiße, muss ich gestehen. So, Fokus, Junge. Die ist auf jeden Fall nicht schwerer als die Troller vor dem großen Tor. Mit ihren geflügelten Flügeln. Ich bin eine prima Ballerina. Yeah! Träumchen! Wow! Alle rasten aus! So.
Mir könnte gerade nichts egaler sein. Aber ich freue mich natürlich für dich, wenn es dir so viel bedeutet. Ey, spring doch über die ganze Map. Scheißrauch und mir auch noch leichten Schaden macht. Das ist super unfair. Ich hasse es. Ja, kommt alle kuscheln. So, und wieder weg. Bitte, danke. So, kommt meine Hundis. Wir brauchen ein bisschen Sicherheitsabstand. Seid mir schon wieder zu nah an der guten Lady Dranor und an mir. Ihr sollt alle bitte mitkommen. Danke. Ich bin ausgewichen. Das hat sich irgendwie auch besser angefühlt vom Schaden her, aber so viel war es dann jetzt doch nicht. Ich habe keinen Flächenschaden, ne. Magie oder so beherrsche ich nicht. Ja, Nosse ist es auf jeden Fall. Aber das haben sie auch, glaube ich, in den letzten Sachen, die ich auch zum Spiel nochmal gesehen habe, gesagt gehabt, dass es halt vom Schwierigkeitsgrad halt nicht wie Elden Ring ist, sondern eher wirklich wieder wie ein Dark Souls. Also naja, ich finde das auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, es halt nicht ohne. Alles in Ordnung. Irgendwann wird es schon. Und dann werde ich mich sehr darüber freuen, wenn die gute Dame am Boden liegt, wenn ich hier diese Leiter runterkomme. Ich könnte natürlich auch ein Schild nutzen oder so, aber meh. Ja, ich weiß halt nicht. Wenn man die Hunde zumindest ein bisschen wegblockt. Aber was weiß ich.
Der dämliche Wuff-Wuff. Oh, das war mal ein guter Treffer. Ach, diesmal springt sie nicht über die halbe Map. Das ist ja sehr interessant. Ich bin ausgewichen. Schwöre. Jetzt war ich wirklich zu langsam. Ey, jetzt häng hier nicht an der dummen Ecke. Können sie auch noch unter den Hunden verstecken, ne? Okay. Nicht ganz so viel gebracht, wie ich gehofft hatte. Ey, das ist so behindert, ne? So langsam geht die Dame mir doch auf den Sack. Ja gut, aber das ist tatsächlich, glaube ich, relativ normal. Also auch von den, zum Beispiel der komische Dulli da drüben, der kehrt mich auch mit zwei Schlägen. Also das ist schon was, woran ich mich gerade mittlerweile gewöhnt habe. Das war auch bei der anderen, also bei allen Bossen war das bisher so, bei den Reihen, die ich jetzt, glaube ich, hatte insgesamt. Also von daher... Daran liegt es jetzt nicht. Also, am Ende schon. Aber, weißt du, wie ich das meine? Aha. Langsam fängt auch mein Daumen an, weh zu tun, von der ganzen Zeit immer mit runterdrücken und zu sprinten.
Aua. Rex. Und. Nein. Das war gut. Das war auch schön. Schon. Sehr gut. Das war jetzt nicht so gut. Fettärsch von den Hunden. Ja, ich bin noch da, mein Lady. Bitte, warum? Irgendwas, was ich auf sie werfen kann. Na, naja, aus der Organisation ist mir gerade relativ egal. Nee. Warum schmieren wir das mal auf die Waffe? Irgendwann muss die Dame doch mal fallen. Irgendwann. Aua. Aber zumindest macht das keinen Schaden direkt. Man hat etwas, man muss die kleinen Sachen ja sich drüber freuen. Genau, sei ein Mann. Schönes Horn, was ich da an der Seite trage. Fällt mir jetzt erstmal auf. Das ist so absurd. Ah, sorry. Thank you.
Weg da, bitte. Danke. Nicht zu ihr hin. Weg. Scheiße, das war das Falsche. Mit Höhle. Wissen das, wenn ich angreife, es ist. Nein, 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 nein. Aber das war ganz gut. Das komische Salzda-Zeug kann ich mir merken. Das Ding ist halt, ich glaube auch, dass da unten die Dullis, die ich vorhin im Kerker gesehen habe, dass das die Schmiede sind. Und sobald ich die befreit habe, dass ich dann auch meine Waffen verbessern kann. Aber vielleicht ist es einem dem einen oder anderen auch gefallen. Ich weiß noch nicht, wie man da rankommt. Deswegen glaube ich auch, man muss die gute Dame zuerst legen. Alles wird gut. Und nicht vergessen, gleich wieder zum Heilkreuz rüber switchen. Ausgewichen. Weg da, weg da, weg da. Als ob. Ey, das ist doch alles ein blöder Witz, ne? Nicht da rein. Danke.
Alles okay. Auf ins Totenreich. Nein, 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 nein. So, und damit habe ich das nicht. Deswegen bin ich immer kein Fan von diesen Fettgeschichten oder Salzen oder so. Jetzt habe ich den rausgeballert und hat's nicht hinbekommen. Habe ich denn noch was? Versuchen wir es mal teilig. Da haben wir noch ein paar. So, ein, zwei Versuchen und dann reicht es mir auch, glaube ich, für heute. Ich glaube, dann ist es auch wieder so wie so oft. Der Bogen ist überspannt, so wie bei der Blasphemistante. Muss man am nächsten Tag nochmal versuchen und dann wird das auch wieder. Ach, der Weg ist schon ein bisschen nervig, aber noch mal. Schauen wir mal, was das bringt. Das ist jetzt nicht so wenig. Einfach nur weg. Danke. Oh, wenn sie da drin ist, habe ich eigentlich wenig Chancen. Gerade mit den ganzen Hunden wird es dann schwierig. Nicht, ne? Es bringt halt nichts, wenn sie da in der Ecke hockt. Hätte so gut laufen können. Wenn sie da nicht so gepackt hätte. Mal endlich ihren scheiß Nebel eingesetzt.
Ich glaube, dann wäre es wirklich gut geworden. So. Das wird jetzt mein letzter Versuch für heute und dann habe ich auch erstmal keinen Bock mehr. Ich glaube tatsächlich, wirklich Progress habe ich jetzt in diesen 1,5 Stunden irgendwie gar nicht gemacht gefühlt. Aber ich habe schon gesehen. Ich eigentlich nicht der einzige Streamer, dem es so geht damit. So, dreimal habe ich das Zeug. Warum? Weißt du, jetzt setzt du gleich sofort diese schöne Scheiße ein. Ich glaube, die Hunde haben jetzt gerade richtig Bock auf Frischfleisch. Weg. Die Bären, die können auch beißen. Ich drücke ausweichen und er macht es nicht. Das ist irgendwie gerade semi-optimal. Ich hasse Ecken. Also. Das war so klar. Also nee, sorry. Das ist heute jetzt nicht mehr mein Punkt. Ah, genau.
Mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Weiß man ja. Und mein Daumen braucht definitiv erstmal wieder Pause oder muss ich jetzt mal wieder an solche Games gewöhnen. Also in dem Sinne, vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Rinjahauen.